tell you what happens to animals that eat GMOs. Ja, mein Name ist Dietrich Mittel. Ich bin vor 40 Jahren mein Medizinstudium absolviert in Köln, bin danach ausgewandert. Und vor 40 Jahren, so Anfang der 70er Jahre, kann sich jemand erinnern, wie Deutschland damals aussah? Umweltverschmutzung von hier bis geht nicht mehr. Und so ähnlich wie China heute aussieht. Und ich hatte damals den Arbeitskreis Umwelt an der Universität Köln gegründet. Und ich erzähle Ihnen die Story, damit Sie etwas ermutigt sind über das, was wenige Leute ausrichten können. Damals sind wir mit einer Gruppe von 20 Leuten über die Hohe Straße gezogen. Wir hatten Mundschutz vor den Mündern und ein Zeichen mit zwei Besenstielen und einem Laken. Und auf dem Laken stand: Atmen ist gesundheitsschädlich. Das Foto ist um die Welt gegangen und innerhalb von 2 Jahren waren wir gegenüber dem Vorstand der Henkelwerke in Düsseldorf und wir hatten Unterlagen, die wir in Toronto hatten anfertigen lassen über den Phosphatgehalt des Persils und anderer Waschmittel und die Herrschaften vom Vorstand in ihren feinen Anzügen, die schienen so ein bisschen zu zittern vor dem kleinen, mittellosen Medizinstudenten Dietrich Wittel. Und innerhalb kürzester Zeit wurden die Phosphate damals aus den Waschmitteln entfernt. Ich bin meiner Linie treu geblieben und bin sozusagen ein Aussteiger in der Medizin und praktiziere Umweltmedizin, entferne Rückstände von Quecksilber und Blei und Cadmium und solchen Sachen. Aber ich muss Ihnen sagen, das ist einfach im Vergleich zu dem, was auf uns zukommt, denn die genetisch modifizierten Nahrungsmittel richten solche Schäden an, dass man die überhaupt nicht mehr entfernen kann. Was macht man denn, wenn ihr jetzt herausstellt, dass das Korn, dass der Mais schlimme Gesundheitsschäden nach sich zieht? Kann man dieses Saatgut wieder aus der Umwelt entfernen? Nein. Nie wieder. Ich sage immer, das ist schlimmer als eine nukleare Kontamination. Die Radioaktivität, die klingt langsam ab. Die Schwermetalle kann man auch langsam entfernen. Aber was mit den genetisch modifizierten Produkten passiert ist, die werden in unser eigenes Erbgut mit eingebaut. Die werden in unsere Darmflora eingebaut. Und die sind seit 14 Jahren im Umlauf. Die sind uns praktisch untergeschoben. Die Tiere werden davon krank. Manche Tierärzte wissen nicht mehr, wie sie die armen Viecher am Leben erhalten sollen, die eben nur für ein sehr kurzes Leben dieses Material zu essen bekommen. Und erst seit einem Jahr gibt es eine Langzeitstudie aus Frankreich von Professor Seralini und Sie haben wahrscheinlich schon diese Fotos gesehen. Aber das sind die Ratten, die ihr Leben lang gefüttert wurden mit genmodifiziertem Mais, der also auch hier im Umlauf ist. Und die haben dann Tumoren entwickelt, fast alle Females. Die hatten eine verkürzte Lebensdauer und massive Schaden zu allen inneren Organen. Und das ist nur der Anfang. Diese Studie, und ich halte das nochmal hoch, damit Sie sich auch gut daran erinnern können, was mit dem Mais passiert, wenn Sie den konsumieren. Und wenn Sie in Nordamerika leben und ein Durchschnittsverbraucher sind, der nicht Bio ist, dann werden Sie das zu 70% in den Produkten der Supermärkte finden. Naja, also zu 70% in den Produkten der Supermärkte. Erst kürzlich ist aus Australien eine Studie veröffentlicht worden, dass die Schweine, die diesen Mais bekommen, massive Magengeschwüre bekommen. Wenn Sie das nächste Mal in USA oder Kanada sind und Sie haben nach fast jeder Mahlzeit Sodbrennen, dann überlegen Sie mal, wo das herkommen könnte. Wir sind jetzt seit 2 Wochen in Deutschland zu Besuch und haben festgestellt, dass man hier noch überall essen kann, sogar die Bratwurst, die nicht unbedingt eine Diätnahrung ist. Ich bekomme da von dem deutschen Essen kein Sodbrennen, aber in Nordamerika kann ich praktisch nirgends mehr essen. Das kommt auf Sie als Deutsche hier zu. Monsanto und Freunde versuchen das unterzuschieben und die wehren sich mit aller Macht gegen das,
dass das eben öffentlich ausgezeichnet wird. Die wollen nicht, dass GMO oder GVO auf der Packung steht, denn der Verbraucher wird das dann nicht mehr kaufen, das wissen die auch. Wir müssen noch ganz kurz über Roundup sprechen. Diese genmodifizierten Getreide sind dafür ausgelegt, dass sie mit Roundup besprüht werden kann. Das macht das großflächige Farmen besonders einfach. Einfach rüber mit dem Traktor und dem Sprayer und die meisten Unkrautsachen werden dadurch vernichtet. Aber Roundup hat massive Nebenwirkungen. Inzwischen ist bis zu 200 Mal so viel Rückstand von Roundup in der normalen Nahrung. Das wird auch über ihre Erbsen und was weiß ich gesprüht. Alles, was sie so aus Nordamerika bekommen. Und die Regierungen hier wie dort haben erlaubt, ohne jede Studien, dass bis zu 200 Mal so viel Roundup jetzt in der Nahrung sein darf wie früher. Professor Senef hat vor kurzem, weil sie im Vorruhestand ist, hat sie gewagt, offen zu sprechen und hat eine Studie veröffentlicht, die Sie sehr leicht im Internet finden können. Senef und das Journal Entropy, schauen Sie mal nach. Autismus und Roundup. Autismus ist stark im Kommen, vor allem in Nordamerika. Und ich will hier nicht unbedingt länger sprechen als unbedingt nötig, aber ich möchte, dass Sie einen gesunden Respekt vor diesen Sachen haben und dass Sie Ihren Politikern sagen, dass Sie das nicht wollen. Und ich möchte weiterhin... Und ich möchte weiterhin ins heimische Deutschland zurückkehren und hier die gesunde Nahrung genießen, die mir kein Sodbrennen verursacht und möglicherweise eben auch keinen Krebs verursacht. Aber damals bin ich vor 40 Jahren mit einem Transparent durch die Stadt gezogen, da stand eben drauf, Atmen ist gesundheitsschädlich. Was auf dem Plakat heutzutage stehen muss, die Luft ist ja durchaus besser geworden, da müsste draufstehen, Essen ist gesundheitsschädlich oder wird bald gesundheitsschädlich werden, wenn wir nichts unternehmen. Und bitte geben Sie eine Spende. Was ich damals erreicht habe, habe ich nur dadurch erreichen können, als mittelloser Medizinstudent, dass ich zahlreiche Spenden bekommen habe. Vielen Dank. Ich möchte jetzt, genau, dich wollte ich gerade willkommen heißen. Also jetzt spricht Ken Jebsen von KenFM für uns und das wird bestimmt. Hallo,